Herzlich willkommen zur zweiten digitalen Vorlesung unserer Reihe Rechtsstaatlichkeit, Grund- und Menschenrechte in der Corona-Krise. Mein Name ist Markus Krajewski, ich bin Professor für öffentliches Recht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Vorlesung möchte ich mich damit beschäftigen, wie weit der Staat tatsächlich in unsere Grundrechte eingreifen darf und welche Grenzen dabei zu berücksichtigen sind. Es geht also um die Frage, inwieweit die allgemeine Handlungsfreiheit, die Bewegungsfreiheit, aber auch die Berufsfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden darf zum Schutze von Gesundheit und Leben. Im ganzen Land werden die Einschränkungen und Verbote, die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erlassen wurden, schrittweise und vorsichtig gelockert. Geschäfte und Restaurants dürfen unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften wieder öffnen. Gottesdienste sind wieder, wenn auch sehr eingeschränkt, zulässig. Kitas und Schulen öffnen langsam wieder ihre Toren. Gleichzeitig demonstrieren immer mehr Menschen gegen noch verbleibende Einschränkungen. Viele von ihnen verweisen dabei auf das Grundgesetz und Grundrechtseinschränkungen, die ihnen zu weit gehen. Diese Frage treibt nicht nur Bürgerinnen und Bürger um, sondern sie beschäftigt auch Juristinnen und Juristen, zunehmend auch Gerichte. In dieser Vorlesung wollen wir uns daher näher mit Grundrechtseingriffen durch Corona-Maßnahmen befassen. Ich will dabei zwei konkrete Fragen behandeln. Erstens, welche Grundrechte wurden eigentlich eingeschränkt? Das soll auch einen Eindruck vermitteln, wie weit die Einschränkungen insgesamt gehen. Und zweitens, unter welchen Voraussetzungen dürfen Grundrechte eingeschränkt werden. Kurz also, sind die Einschränkungen verfassungskonform? Wie bereits in der ersten Vorlesung werden wir uns, als wir uns mit den Rechtsgrundlagen der Corona-Maßnahmen befasst haben, bedarf es wieder eines Blicks in das Grundgesetz. Die Grundrechte stehen dort an erster Stelle, in Artikel 1 bis 19. Unsere Verfassung beginnt mit dem Bekenntnis des deutschen Volkes zu diesen Grundrechten, als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft und sie binden Gesetzgebung, Regierungen und Verwaltungen sowie die Gerichte unmittelbar an die Grundrechte. Damit kommen wir zur ersten Frage. Welche Grundrechte wurden eingeschränkt? Corona-Maßnahmen der letzten Wochen sind zahlreich und haben zu einer Vielzahl von Einschränkungen des Alltags, aber auch des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens geführt. Wenn man den Grundrechtekatalog durchblättert, fallen einem viele Grundrechte auf, die eingeschränkt wurden. Das Verbot, sich mit anderen Personen als der eigenen Familie oder dem eigenen Haushalt zu treffen, schränkt die allgemeine Handlungsfreiheit nach Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes ein. Das Verbot, die Wohnung außer aus einem triftigen Grund zu verlassen, betrifft die Freiheit der Person nach Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes. Das Verbot von Gottesdiensten greift in die Religionsausübungsfreiheit nach Artikel 4 des Grundgesetzes ein, die Schließung von Konzerthallen, Theatern, Museen in die Kunstfreiheit nach Artikel 5 Absatz 3. Beschränkungen von Demonstrationen betreffen natürlich die Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 Grundgesetz. Das Verbot innerhalb Deutschlands Familienmitglieder zu besuchen beschränkt die Freizügigkeit nach Artikel 11. Und Betriebsschließungen und die Untersagung von Dienstleistungen betreffen natürlich die Berufsfreiheit nach Artikel 12 des Grundgesetzes. Nicht ganz einfach zu bewerten ist die Schließung von Schulen und Kindergärten. Das Grundgesetz kennt kein ausdrückliches Grundrecht auf Bildung. Darauf kommen wir am Ende noch einmal zurück. Für das Recht auf Bildung müssen wir auf die allgemeine Handlungsfreiheit und die freie Entfaltung der Persönlichkeit nach Artikel 2 Absatz 1 und auf die Berufsfreiheit nach Artikel 12 abstellen, die jedenfalls auch die Ausbildung betrifft. Eine andere Frage, die in der derzeitigen Diskussion allerdings kaum gestellt wird, ist, welche Grundrechte wurden eigentlich nicht eingeschränkt? Auch hier kann man das Grundgesetz durchblättern und zahlreiche Grundrechte finden, die gar nicht betroffen sind. Dazu zählen zum Beispiel die Menschenwürde nach Artikel 1 des Grundgesetzes als die absolute Grundlage und unantastbares Grundrecht. Keine der Maßnahmen, die im Zuge der Corona-Krise getroffen wurden, machen den Menschen zum bloßen Objekt staatlichen Handelns. Ebenso wurde auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit nicht eingeschränkt. Es gibt keine staatlichen Zwangsbehandlungen, es gibt keinen Impfzwang.
Das Infektionsschutzgesetz sieht im Übrigen auch ausdrücklich vor, dass niemand zur Behandlung gezwungen werden kann. Anders als in anderen Ländern kann in Deutschland auch frei diskutiert werden. Die Presse kann frei berichten, es gibt keine Zensur. Die Meinungs- und die Pressefreiheit wurden im Zuge der Corona-Krise nicht eingeschränkt. Auch die Wissenschaftsfreiheit nach Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes wurde nicht eingeschränkt. Unterschiedliche Stimmen werden gehört. Wissenschaft lebt ja gerade von Diskurs und Meinungsvielfalt. Die Vereinigungsfreiheit nach Artikel 9 wurde nicht eingeschränkt. Vereine wurden nicht verboten. Der Gesetzgeber hat sogar virtuelle Mitgliederversammlungen in Corona-Zeiten ermöglicht und damit das Vereinsleben gestärkt. Die private Kommunikation wurde nicht eingeschränkt, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis nicht verletzt. Es gab auch keine Wohnraumüberwachungen, die Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 ist nicht betroffen und schließlich gab es auch keine Einschränkungen des Eigentums. Das alles relativiert die massiven Einschränkungen der Grundrechte, die wir eben gesehen haben, natürlich nicht, aber es scheint mir doch wichtig, um das Gesamtbild zu sehen. Vor diesem Hintergrund kann jedenfalls nicht von einem Polizeistaat oder einer Diktatur die Rede sein. Gleichwohl müssen wir natürlich die Frage stellen, unter welchen Voraussetzungen dürfen Grundrechte eingeschränkt werden? Die verschiedenen Grundrechte des Grundgesetzes sehen teilweise unterschiedliche Voraussetzungen vor, die man im jeweiligen Einzelfall näher betrachten müsste. Im Kern kann man jedoch drei zentrale Voraussetzungen festhalten. Einschränkungen von Grundrechten sind grundsätzlich zulässig, wenn sie auf einem Gesetz beruhen, einem legitimen Zweck dienen und verhältnismäßig sind. Zur ersten Voraussetzung, der gesetzlichen Grundlage. Damit haben wir uns, Sie werden sich vielleicht erinnern, in der letzten Vorlesung beschäftigt. Die Corona-Maßnahmen beruhen auf Rechtsverordnungen der Landesregierung, die ihrerseits auf dem Infektionsschutzgesetz beruhen. Eine gesetzliche Grundlage besteht also. Auch wenn diese, darüber haben wir in der letzten Vorlesung gesprochen, nicht für alle getroffenen Maßnahmen ausreicht und teilweise auch nicht bestimmt genug ist. Im Folgenden möchte ich mich daher mit der zweiten und der dritten Voraussetzung beschäftigen. Also verfolgt der Staat mit den Corona-Maßnahmen ein legitimes Ziel. Welches Ziel der Staat verfolgt? Das kann man auf den Seiten der Bundesregierung lesen. Dazu heißt es, Ziel der aktuellen Maßnahmen ist es, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Je weniger Menschen sich gleichzeitig anstecken, desto besser können schwer erkrankte Patienten behandelt werden. Oft werden in diesem Zusammenhang auch Grafiken wie diese gezeigt, die vor allem auch auf die Kapazität des Gesundheitssystems verweisen. Was es konkret bedeutet, wenn ein Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt, das konnten wir in den vergangenen Wochen ja auch anhand von Bildern und Berichten aus Norditalien, Ostfrankreich und New York erahnen. Es geht also zunächst um die Vermeidung von Ansteckungen. Diese soll die Ausbreitung des Virus verlangsamen, also einen relativen Schutz gewähren. Es geht aber sicher auch darum, den Risikopatienten zu schützen, Patienten, die Covid-19 möglichst gar nicht bekommen sollen, also um einen absoluten Schutz. Weiterhin geht es um die Behandlung von schwer Erkrankten und die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems. Diese Ziele finden eine klare verfassungsrechtliche Grundlage in Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes, der Schutz des Lebens und der Gesundheit. Die hohe Bedeutung hat das Bundesverfassungsgericht auch immer wieder betont. Insbesondere zum Schutz von stärker gefährdeten Menschen mit einem deutlich höheren Infektionsrisiko hat das Bundesverfassungsgericht vor wenigen Tagen noch einmal ausgeführt, dass der Staat zu deren Schutz durch Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes nicht nur grundsätzlich berechtigt ist, sondern verfassungsrechtlich auch verpflichtet. Wir halten also fest, der Staat verfolgt mit den Corona-Maßnahmen ein legitimes Ziel. Damit kommen wir zur zentralen Frage. Genügen die Maßnahmen dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz? Das ist im Übrigen auch eine Frage, die auch auf den zahlreichen Demonstrationen aktuell gestellt wird. Sind die Maßnahmen verhältnismäßig? Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gliedert sich in drei Prinzipien, die zu prüfen sind, wenn man die Frage stellt, ob eine Maßnahme verhältnismäßig ist.
Es sind dies die Geeignetheit, die Erforderlichkeit und die Angemessenheit, manchmal auch die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne genannt. Beginnen wir mit der Geeignetheit. Geeignetheit bedeutet, die Maßnahme muss der Erreichung des Ziels dienen. Ausgangspunkt sind dabei wissenschaftliche Grundlagen. Das heißt, für die Frage, was geeignet ist, um die Ausbreitung zu verlangsamen, sind Virologen und Epidemiologen besonders geeignet. Das gilt insbesondere für das Robert-Koch-Institut, das RKI. Das RKI ist ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit. Es ist die zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und Prävention. Es findet seine gesetzliche Grundlage in § 4 des Infektionsschutzgesetzes. Nicht alles ist aber natürlich wissenschaftlich bereits bewiesen oder sogar beweisbar. In solchen Fällen genügt eine gewisse Plausibilität. Und dabei kommt dem Staat ein genereller weiter Einschätzungsspielraum zu. Das gilt natürlich erst recht, wenn im fachwissenschaftlichen Diskurs Unsicherheiten bestehen. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass sich auch die Fachleute nicht immer einig sind. In diesen Fällen muss der Staat seine eigenen Einschätzungen vornehmen. Das kann man gut an einem aktuellen Beispiel sehen. Es geht um die Frage, ob die Verpflichtung zum Tragen von nichtmedizinischen Mund-Nase-Bedeckungen, also sogenannten Community-Masken, die viele von uns in den letzten Wochen auch selber hergestellt haben, ob diese Verpflichtung zum Tragen dieser Masken rechtmäßig ist. Mit dieser Frage musste sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in einem Beschluss vom 5. Mai 2020 beschäftigen. Ich zitiere. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof sagte, zwar ist die Eignung sogenannter Community-Masken als Mittel zur Verringerung der Infektionszahlen bisher noch nicht wissenschaftlich bewiesen. Gleichwohl spricht viel dafür, dass auch die Community-Masken bei sachgemäßer Anwendung einen Fremdschutz gewähren und damit das Infektionsrisiko verringern können, da der Tröpfchenauswurf in die Umgebungsluft durch die stoffliche Barriere vor Mund und Nase reduziert werden kann. Also bei sachgemäßer Verwendung dieser Masken ist es plausibel, dass sie zur Erreichung des Ziels der Vermeidung von Ansteckungen beitragen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof sagt weiter, dieser Auffassung hat sich auch das RKI angeschlossen. Die Schutzfunktion der Community-Masken sei jedenfalls plausibel und ihre Verwendung als Baustein neben anderen Maßnahmen zur Reduktion der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus geeignet. Also Community-Masken sind zur Erreichung des Ziels geeignet. Das nächste Element ist die Erforderlichkeit. Erforderlichkeit bedeutet, es gibt keine milderen Mittel, die das Ziel gleich gut erreichen können. Es muss also zunächst gefragt werden, welche alternativen Maßnahmen gibt es, welche sind möglich und denkbar. Dann muss überlegt werden, ob diese Maßnahmen wirklich milder sind. Also wie stark schränken sie die Grundrechte ein? Falls sie mehr die Grundrechte einschränken als die zu überprüfenden Maßnahmen, sind sie kein milderes Mittel. Und dann muss noch überlegt werden, ob und wie effektiv die Maßnahmen sind, wie gut sie tatsächlich schützen. Falls sie weniger gut schützen als das überprüfende Mittel, sind sie eben nicht gleich effektiv und nicht gleich gut geeignet. Auch hierzu ein Beispiel, das in letzter Zeit viel diskutiert wurde. Strenge Quarantäne für die Risikogruppe von Menschen ab 60 statt Einschränkungen für alle. Mit diesem alternativen Mittel hatte sich das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss vom 13. Mai 2020 zu beschäftigen. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu ausgeführt, dass erstens diese Maßnahme, also strenge Quarantäne für diese große Risikogruppe, erstens praktisch kaum möglich sei und zweitens zu erheblichen Grundrechtseinschränkungen für ein Drittel der Bevölkerung führen würde. Das bedeutet konkret, die Maßnahme wäre also weder gleich gut geeignet noch ein milderes Mittel. Damit kommen wir zum letzten Punkt der Angemessenheit oder Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Hierfür müssen das Ziel und die Grundrechtseinschränkung miteinander abgewogen und in ein angemessenes Verhältnis gebracht werden. Wir müssen also die Verlangsamung der Ansteckungen und damit das Ziel Gesundheitsschutz
mit den Freiheitsbeschränkungen im Alltag abwägen. Wie geht das nun konkret? Jede Abwägung ist natürlich eine Einzelfallbewertung, aber einige Punkte sind in jeder Abwägung zu berücksichtigen. Wichtig ist zunächst die Bedeutung des Ziels. Beim Gesundheitsschutz steht die hohe Bedeutung dieses Ziels natürlich außer Frage. Gleichzeitig ist aber auch die Dauer und die Schwere des Grundrechtseingriffs zu berücksichtigen. Ist der Grundrechtseingriff unumkehrbar? Können negative Folgen kompensiert werden? Und schließlich noch zwei wichtige Aspekte, die auch bei der Abwägung eine Rolle spielen. Das eine sind Ausnahmemöglichkeiten, kann also zum Beispiel von Einschränkungen in Härtefällen befreit werden. Und die zeitliche Begrenzung von Einschränkungen und die damit verbundene regelmäßige Überprüfung von Maßnahmen. Auch hierzu ein Beispiel, und zwar das Verbot von Gottesdiensten. Dazu hatte sich das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss vom 10. April, also vom Karfreitag diesen Jahres, auseinandergesetzt. Das Bundesverfassungsgericht sagte zunächst, das Verbot der Feier der Heiligen Messe stellt einen überaus schwerwiegenden Eingriff in das Recht der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit nach Artikel 4 des Grundgesetzes dar. Das gilt noch verstärkt, soweit sich das Verbot auch auf Eucharistiefeiern während der Osterfeiertage als dem Höhepunkt des religiösen Lebens der Christen erstreckt. Also der Grundrechtseingriff liegt schwer. Der überaus schwerwiegende Eingriff in die Glaubensfreiheit zum Schutze von Gesundheit und Leben ist aber deshalb derzeit vertretbar, weil, so sagt das Bundesverfassungsgericht, das in Rede stehende Verbot befristet ist, und zwar bis zum damals 19. April. Damit ist sichergestellt, sagte das Bundesverfassungsgericht, dass die Verordnung unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen fortgeschrieben werden muss, und hierbei ist insbesondere hinsichtlich des hier relevanten Verbots von Zusammenkünften von Kirchen eine strenge Prüfung der Verhältnismäßigkeit vorzunehmen und zu untersuchen, ob es angesichts neuer Erkenntnisse, etwa zu den Verbreitungswegen des Virus oder zur Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems, verantwortet werden kann, das Verbot von Gottesdiensten unter Auflagen und gegebenenfalls auch regional begrenzt zu lockern. Also in der konkreten Abwägung wurde auf die Befristung des Verbots abgestellt und darauf, dass danach unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse Lockerungen möglich sind. Wir stellen also fest, dass unsere Frage, ob die Maßnahmen dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht pauschal beantwortet werden kann. Sie erfordert eine Abwägung im Einzelfall. Oder, wie wir Juristinnen und Juristen manchmal sagen, es kommt darauf an. Den ersten Blick scheint also zunächst soweit alles erst einmal im Rahmen. Aber ich sehe zwei Probleme, die bislang auch in der Rechtsprechung noch nicht hinreichend berücksichtigt wurden, wenn es um die Abwägung mit Blick auf die Corona-Maßnahmen geht. Das ist zunächst einmal das Problem, dass Ziel- und Grundrechtseingriffe unterschiedlich stark konkretisiert werden können und unterschiedlich gut konkretisiert werden können. Ich erläutere das gleich. Und das zweite Problem ist, dass die Rechte anderer bei der Abwägung nicht gut berücksichtigt werden oder nicht ausreichend berücksichtigt werden. Zunächst also zum unterschiedlichen und ungleichen Konkretisierungspotenzial von Ziel- und Grundrechtseingriff. Auf der einen Seite, wenn es um das Ziel geht, die Verlangsamung der Ausbreitung, stehen konkrete statistische Zahlen, die gut quantifizierbar sind. Zum Teil haben wir es mit einer binären Sicht sogar zu tun. Geht ein Wert, beispielsweise der Verdopplungswert, der Ansteckungswert nach oben oder nach unten, wird eine bestimmte Marke überschritten oder nicht? Wir werden auf dieser Seite der Abwägung also mit ganz konkreten Statistiken und Zahlen konfrontiert. Auf der anderen Seite, wenn es also um die Grundrechtseingriffe geht, sind diese teilweise zwar konkret und quantifizierbar, wenn es also um Umsatzeinbrüche geht oder Einkommensverluste. Teilweise sind es aber eben auch komplexe Zusammenhänge und Bewertungsfragen. Wie wichtig sind Gottesdienstbesuche? Wie bedeutsam sind Treffen mit Verwandten? Wie viel sind Demonstrationen wert? Dieses unterschiedliche Konkretisierungspotenzial ist bislang in der Rechtsprechung nach meinem Dafürhalten noch nicht hinreichend bearbeitet worden. Da ist also noch einiges zu tun. Die zweite Frage ist die Berücksichtigung der Rechte anderer, insbesondere besonders betroffener Menschen. Und dabei geht es eben
unter anderem um Menschen mit Behinderungen, Flüchtlinge und Asylbewerberinnen, Wohnungslose, Kinder, Frauen und alte Menschen. Die Berücksichtigung der Rechte anderer ist in der Waagschale, die wir eben gesehen haben, zunächst einmal gar nicht vorgesehen, denn da geht es ja nur um den Gesundheitsschutz auf der einen Seite und die Freiheitsbeschränkungen auf der anderen Seite. Was aber ist mit den Rechten dieser Menschen, die direkt oder indirekt betroffen sind? Ihre Rechte muss der Staat im Rahmen der Abwägung natürlich auch berücksichtigen, auch wenn sie nicht unmittelbar in diese Rechte eingegriffen wurde. Wir nennen das die staatliche Schutzpflicht. Sie ist also in die Abwägung auch einzustellen. Mit den Rechten einiger dieser Gruppen werden wir uns in den nächsten Vorlesungen dann beschäftigen. Die Abwägung und die Verhältnismäßigkeit sind deutlich komplexer als bei normalen Grundrechtseingriffen, wenn es um die Bewertung der Corona-Maßnahmen geht. Das ist eine besondere Herausforderung für Parlamente, Regierungen und natürlich auch für die Gerichte. Alle diese Verfassungsorgane, alle staatlichen Stellen müssen diese Herausforderung annehmen. Nur damit wird der Grundrechtsschutz in der Corona-Krise auch hinreichend wahrgenommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick über die grundrechtlichen Fragen und Probleme, die mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verbunden sind, geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund.